Tisch klingen. Scheiße hier, ne? Dennis, lass es! Und das war's doch nicht. Nein, hat mich kordet. Hat er vergessen. Parrying ist unmöglich. Ja, jetzt hänge ich entweder da an Dennis fest oder ich stelle die schnell weg. Zwei Minuten noch. Ne, eineinhalb. 1,30. 9. Wenn du mal zum Beispiel auch für die Leute, die das gerade sehen oder zuhören, was auch immer super Tipp ist, um vielleicht so ein Mini-Fitness einzubauen, so im Alltag, weil ich glaube, viele Leute haben Probleme, irgendwie Aufgaben zu machen, die im Alltag einzubauen, aus Zeitgründen. Es sind oft so Kleinigkeiten. Also ihr könnt zum Beispiel euch auf ein Bein stellen beim Telefon. Morgens auf linke, abends auf rechte oder halt im Minutentakt wechseln, wenn alles auf einmal, das ist ein bisschen in die Ecke gedrängt. Nicht nur argumentativ, sondern auch physikalisch hast du das. Ja, ich wollte gucken, ob der Typ vielleicht die Holzbarrikade da zerstört. Hat er nie gemacht. Der Lappen. Wo war ich? Also stellt euch auf ein Bein. Wechselt im Minutentakt. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr mit einer Hand das Zähneputzen macht, greift ihr mit der anderen Hand das Bein und zieht so ein bisschen nach oben, so zum Stretching. Das heißt, ihr stärkt euer eines Bein und stretcht das andere. Also ne, zum Beispiel, oder einfach versuchen, was ihr auch machen könnt, ne, also je nachdem, wie hoch euer Waschbecken ist, einfach dann euren Unterschenkel aufs Waschbecken legen. Ne, so zum Beispiel auf einem Bein stehen und das andere Bein aufs Waschbecken zum Dehnen. Ne, das sind so Aufgaben, ihr putzt ja eh Zähne oder beim Duschen oder wie auch immer. Ne, baut es einfach da ein. Das sind so Kleinigkeiten, die sich addieren, wenn man es macht. Und wenn ich in der Dusche wegen dir ausrutsche? Mir den Kopf anhau und sterb? Der Junge ist unmöglich, das ist. Ich bin nicht gebacken. Tja, ne? Du kannst dich wieder hinsetzen. Okay. Ah! Einfach aus dem Weg machen hier. Dann sitze ich da drauf. Weißt du was, Dennis? Ich verpiss mich jetzt erstmal von dir. Du nervst mich. Trickstep, ey. Kann man in Ruhe hier umgucken, weil der Typ jetzt seiner Magie scheiße hier ist. Ja, ich zitiere Gothic übrigens. Das ist keine Beleidigung von mir. Ich habe nur ein anderes Rollenspiel zitiert. Denkt er, wir sind Waffenschmieden, dann ist er so ein Pseudomagier. Sollte vielleicht echt mal anfangen, mal mit dem Schmied zu gehen, ein bisschen meine Gear abzuupgraden. Das wird mir vielleicht auch mal helfen. Ich bin dumm, ne? Ich bin so dumm. Die falsche Richtung gegangen. Ich wollte nach rechts. Oh, Mann, ey. Einfach was trinken. Ja. Vorstrehe. Also die 400 Tode kommen schneller, als ich Rossa sagen kann. So, das ist die 375. Das heißt, die kleinen Strafen kannst du gleich noch mit herrollen. Wenn die
jede Mal bei dem Sand ging ich wieder weiter nach unten. Das ist recht belastend. Dann mal los. Gewinne, gewinne, gewinne. Oh nein, ja immer. Voller Kanonenzieher, wenn jemand eine Stimme angeruft. Mhm. Alles klar, Timer wird gestartet und das ist auch wieder eine Aufgabe bis zum nächsten Tod. Das heißt, wenn wir dich in irgendeine Todsituation rennen, machen wir am nächsten Knopf. Aber wir wollen natürlich, wenn wir sagen, Sturm angefunden, siehst du den Gegner nicht in der Schild hoch und ihn purzeln, sondern auf die Fresse. Na, finden wir einen Fernsehen. Ja, das muss jetzt auch nicht. Wir werden jetzt nicht sagen, renn einfach nicht tot. Das ist ja, das macht ja keinen Gegner. Ja. Na, deswegen machen wir etwas, wenn wir jemanden sehen, der uns einfach schief anguckt. Wie zum Beispiel jetzt einmal kurz diesen Fackelständer, da möchte ich bitte mal einmal einen Sturmangriff sehen, dass du mal wirklich den eigentlich mitgibst. Nee, den, genau, den gibst du einen und jetzt kannst du. Genau so. Genau. Okay, jetzt kann man nicht blocken, ich verstehe schon, Alperien. So, jetzt habe ich nur eine Verkauf und gehe zum Boss. Ey, ist das super. Jetzt mal renne ich einfach durch. Guck, wie weit ich komme. Hi. Okay, nicht weit. Go, go, Power Rangers. Da kam aber der Schlag. Wow, mach ich viel Schaden an dem Jungen, ey. Ja, der ist einer der Bosse, die schon den einen oder anderen investiert haben. Aber er ist auch ziemlich, ich finde ihn geil. Also, von diesem, also. Ey. Das ist jetzt auch jetzt, ne, jetzt trotzdem Jaima-Modus, ne, weil das war ja kein Jaima-Tod, ne? Nö, schon, ja. Ne, deswegen die 1,30 ziemlich durch. Ah, ah. Ey, die Säule steht, genau, ja. Ach, bin schon weg. Seid ein bisschen versetzt. Alles gut. Bei den ersten, den du siehst, möchte ich, dass du den offensiv eine reingibst. Egal, wie viele das sind, den ersten, den du siehst, Sturmangriff. Okay. Den ersten echten. Hatte nicht den Geist da hin. Oh Griff! Sehr gut. By the way, ist hier wieder einer weniger. Das Spiel merkt, also will mir anscheinend sagen, dass ich kacke bin. Reduziert hier und da mein Gegner. Ganz, ganz bei so nebenbei. Ich denke, die fällt sich auf. Fällt mir aber aufs Spiel, dass ich im Loop-Modus bin. Ich finde es auch blöd, dass das Parrying keine Animation mehr ist.
Doch, du kannst ja nicht mit jedem Schild parieren, ne? Doch, oder? Warte, ich weiß gar nicht. Also ich habe ja gar keine Parry, ne? Dann ist er auch zurück. Aber dann hätte ich ja weiter schlagen müssen, so. Und das warum ist halt... die Zahl denn da? Ist die jetzt einfach so dumm? Das ist halt die Kacke, dass es nicht anders als beim ersten Teil, wo du dann in der Zeit kein Immun warst, weil du eine Animation hattest. Das war halt geil. Jo, du kannst. Nehmer-Modus vorbei war ganz entspannt. Du hast Kerzenständer verprügelt, zwei Leute angegriffen, fand ich okay. So, jetzt muss ich mal kurz auf Kau. Jo. Fabi, du machst. Ah, ihr könnt mir Brady von der alten Garde rufen. Ausdauer ist zu wenig. Ich hätte gerne mal echt ein richtiges Schild, ey. Nicht nur so ein Mini-Ding. Kann man den Dark Souls eigentlich einfach jemanden joinen oder wie funktioniert das? Nee, nicht einfach so. Also du kannst halt den raiden, ne, um den auf die Fresse zu hauen. Das PvP quasi. Dafür brauchst du aber ein Item. Helfen kannst du nicht. Also nicht in dem Teil. Ich glaube, später gab es dann ein Tool, ein Item, mit dem du kurz mal Koop machen könntest, um halt Boss zu klatschen oder so. Aber hier sind das alles KI-Leute, die du zur Hilfe rufen kannst. Aber auch nur, wenn du menschlich bist. Dann kannst du theoretisch KI-Leute zur Hilfe rufen. Die dir helfen, zum Beispiel, die da vorne stand. Aber es ist halt für die, die wirklich gar nicht weiterkommen. Also... ist quasi der Friendly Mode. Wenn du die ganze Zeit Leute rufst, hast du dann einfach, weil die für dich tanken und für dich kloppen. Das würde ich wirklich einen Notfall machen, wenn ich mich gar nicht weiter käme. Dann würde ich mir die da schon holen, die Lady da vorne. Tatsächlich war ich aber im ganzen Dark Souls 1 kann er auch vielleicht Kappa 10 mal menschlich oder so. Aber hier ist es schon mal wichtiger, menschlich zu sein, als am Essen. In der Lebensanzeige. Zauber dabei, explosive Wucht. Aber ich bin da, mir wurde was zu essen gemacht. Deswegen, ich mute mich so lange. Und was gelingt das? Oh, lol. Du musst alles selber machen.
Oh nein. Oh no. Ich blute. Und wieder. Nein, mein Ausdauer guckt mich halt jedes Mal um. Ich hasse sie. Warum ist es nur so wenig? Und das war's bei den komischen Viechern. Ich mach mal. God damn right. Ich geh mal kurz zum Schmied, ich muss mal was schauen. Bringt mir eh nichts ohne Seelen, aber ich guck nochmal was. Mhm. Oh Mann, ey. Oh, mein Rücken juckt. Okay. Und da kommt die China-Ware durch. Nee, ist halt, weil ich schwitze. Da juckt man dann halt mehr, wenn man sowas da noch anhat. Was nicht so viel Luft für die Haut gibt. Ja, ist okay, ist ja still. Hast du ein gescheites Schild, Junge? Nee, hast du nicht. Depp. Stärke wäre 18. Ja, sehr still. Bearer of the curse, seek souls, seek the king. Ja, ich weiß. Mädchen, was soll ich machen? So, okay, kurz mal Map eruieren. So, ja, der Typ da oben, da hinten ist die Gittermauer, komme ich nicht weiter. Da war der Dennis, dann. Auf der einen Seite ist der Winddude. Da unten so Tür, die ist zu. Ich kenne gerade die Map im Kopf, ne? Was ja schon richtig geil war. Mein inneres, raumliches Denkvermögen baut sich gerade, baut gerade die Map nach. Ja. Von da bis da war nur die Strecke darunter. Also jetzt hier vom Flammenturm. Gibt eigentlich schon die zwei Stellen. Muss dann irgendwo, muss ich weiterkommen, eins von beiden. Ja, komm. Ich hau dir mal jetzt mit dem Morgenstern. Mal gucken. Echt. Na, der weg wäre, hätte ich auch schon mal wieder einen Fortschritt, weil der ist quasi ein Miniboss.
alles klar. Dark Souls lässt durch Wände mit mich hitten, ist auch geil. Okay, mit der Langsamwurf treffe ich jetzt gar nicht. Also. Nein, ist er nicht, Fabi. Das ist auch nur ein NPC-Ding. Das baut ja auch immer an derselben Stelle. Der, selbst wenn es ein Spieler wäre, könnte er nicht jedes Mal da auftauchen. Weil der kann nicht gezielt irgendwo auftauchen. Das ist random. Da kann ja nicht mehr derselbe auftauchen. Also das ist schon vom Movement her auch, erkennt man, dass es KI ist. Deshalb, wie ich schon sagte, das ist an dem Namen erkennbar, dass es halt KI ist. Aber ja, ich werde jetzt an dem entweder 30 Tode lassen oder an dem Boss 30 Tode lassen. Oder so. Muss halt irgendwo versuchen. Mein Brute Force funktioniert ja leider nicht bei ihm. Parryon habe ich auch schon versucht. Ich hoffe, es ist halt zu langsam für ihn. Gerne mal ein Schild, du Idiot. Muss mal her. Manche connecten auch einfach nicht, obwohl der Morgenstern eigentlich treffen würde. Heatrick ist strange, weil das ist einfach nur Buggy. Ja, genau, jetzt hat er noch eine neue Attacke gelernt. Mal eben spontan. Auf den Kopf. Jeder normale Mensch wäre jetzt schon 20 drauf. Oh Gott. Er kommt halt auch mit seiner scheiß Attacke da immer durch. Ja, komm, Lebensstein. Bin wieder da. Ah, hat mein besten Kumpel wieder. Ich habe meine ganzen Nebensteine an dem jetzt gewastet, ey. Das ist unfassbar. Ja. Nochmal. Also, ihr müsst übrigens mal 2 Tode nochmal zählen, ne? Ich habe eigentlich 83 inzwischen. Okay. Jetzt war man nochmal an dem gestorben. Bin ja fair. Also 380 bist du? Ja. Sorry, meine, die Chefköchin kam dazu und hat mir noch Nachschlag angeboten. Klingt jetzt wieder falsch, aber das wäre jetzt auch alles egal. Okay, du, das erste Mal, dass du sagst, du weißt, wie die Strafe haben immerhin. Nervige Dinge im Hintergrund abspielen. Deine Tode werden dir angezeigt, Tobi. Ja, wahrscheinlich habe ich nicht schnell genug. Du musst kurz, gefahren. Genau, er hat kurz Millisekunden, ein paar Sekunden Cooldown, weil sie uns halt ineinander eingegeben hat. Ja. So, nochmal.
nochmal? Jo. So, also ihr dürft irgendwas Nerviges abspielen. Zum Beispiel der Lachrasenmäher oder keine Ahnung. Jo. Ich meine, Hello, how are you? I am under the water. Also Soundboard Spam, okay. Wie wär's, Dennis? Hm? Die Klippe runter. So eine gute Option. Ich schieße jetzt wie Tobi. Ich versuche jetzt hier die Klippe runter zu bangen. Er lässt sich stecken, ne? Penner. Alles nix. Ich dachte vielleicht mit der schweren Waffe, weil ja auf Schlag vielleicht mehr wehtut, aber nee, auch nicht. Auf Klingenwaffen nicht, Feuer ist mir egal. Ja, also. Keine Ahnung, gegen was er verwundbar ist und was das hier ist und. Sterbe ich und jetzt ist vorbei und jetzt ganz Zauber und so. Vielleicht ist so ein Typ, der selber gegen Magie dann empfindet, das hab ich halt einfach nicht. Wenn der Typ nicht 20.000 Seelen gibt, ne? Aber der ist schlimmer als jeder Boss. Bis jetzt. Wir haben schon fast vergessen. Aber Gratulation, du hast Dennis besiegt. Ja, du schießen. War das ging's ja nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, da war immer. Da dachte sich Tobi zu ihnen. Und er dachte sich. Ja.
Minütchen hast du noch. Ah, 34, 33. Hallo, how are you? I am under the water. Please help me. Yippie! Wow, ich habe für das Ganze nicht mal irgendwas Geiles bekommen, außer einen Riesenbaumsamen. Nur, dass er jetzt halt gone ist und nicht mehr nervt. Ja, genau. Hallo, how are you? I'm under the water. Ich liebe den Typ. Help me. Wirklich, du brauchst so jemanden im Leben, der einfach wegen so einer Kleinigkeit so mega happy ist. Ja. 10, 9, 8. Kommt eigentlich das Meme mit under the water? Vorbei. Was sagst du? Wo eigentlich das mit Under the Water herkommt. Ich kenn's zwar, aber ich weiß, wo der Ursprung ist. Das ist so ein, ich weiß nicht, woher der kommt. Der Inde, ne? Genau, ich glaube vermutlich. Und der hat halt einfach so ein Instagram-Filter. Drüber gelegt und das halt, er hat sich halt so niedlich drüber gefreut, dass er einfach nur so einen Bubbly Water Effekt hatte. Na, schade. LOL! Warum kommt der denn alles zu zehnt immer hier lang, ey? Papa Power Rangers. Ja, echt so. Hallo da drüben, kommen Sie doch mal hier in die Kluft. Ist ein bisschen irritiert, die Jungs, ne? Eh nichts, weil ich mich immer wieder hinsitze. Leuchtfeuer links. Und jetzt ist es recht, lol. Nö. Fuck. Ach, Mann, die Ausdauer ist viel zu wenig. Muss ich doch rollen, Junge, nach sowas. Ach, scheiß Bogenschütze vergessen. Roll, roll, roll your boat. Lappen ist mit einer Schlagrange einfach over 9000. Drecksschildguten Idiots. Oh. I diet. Neue Produkt von Apple. Feind. Forever without hope.